Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes an einem Sonntag. Was ist denn da los? Das hat einfach damit zu tun, dass ich wieder den Thementag ein bisschen aufleben lassen möchte. Das hatte ich schon mal bei meiner Sonntagsfolge, da habe ich mich dann irgendeinem Thema gewidmet. Ich glaube, was hat man da? Panzer, ich glaube Star Trek hatten wir auch, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und der Seras greift mir da ein bisschen unter die Arme, das ist sehr nett von dir, vielen Dank nochmal in deine Richtung, denn er hat mir ein paar schöne Sachen rausgesucht, wir haben uns ein Thema zusammen ausgesucht und er hat mir dann ein paar Werke geschickt, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Und das Thema ist heute Replikas, also wirklich Hardcore-Replikas. Und es ist schon teilweise wirklich krank, was die Leute so bauen. Nicht wundern, dass das so viele sind. Ich habe jetzt aber mal die normale Folgennummerierung einfach durchgesetzt für mich. Und ich weiß aber, was ich runtergeladen habe. Also, beginnen wir mit der Boeing B-17F Memphis Belle von John DFG. Der Typ ist voll der kranke Typ. Der baut so unfassbar gut. Muss man sich mal hier auf der Zunge zergehen lassen. Also ich bin ja schon einiges gewohnt von meinen Meisterbauern, aber das Ding ist schon unfassbar detailliert. Hier auch mit einem schönen Frauendecal drauf. Und das ist auch mehr oder weniger genauso auf dem Originalflugzeug. Nur, dass vorne noch Memphis Belle, glaube ich, draufsteht. Genau. Und das ist auch ein ganz besonderes Flugzeug, aber die kleine Geschichte dazu erzähle ich euch dann lieber, wenn wir drin sitzen und damit ein bisschen rumfliegen. Ich bin gespannt. Muss ich noch nebenher gucken, ob es da irgendwelche specialigen Funktionen gibt. Klappen, Bombdoors, nö, passt. Oh, aber vielleicht sollten wir mit dem Ding starten und nicht unbedingt in der Luft anfangen. Ja, warum heißt dieses Flugzeug Memphis Belle? Das ist nicht nur irgendeine B-17. Das ist die B-17. Moment, ich will nur den Start nicht verkacken. Genau, das ist die B-17, die als erster Bomber 25 erfolgreiche Einsätze beendete. Das Ganze nennt sich dann Tour of Duty. Ich lese quasi gerade nur den Wikipedia-Artikel vor, also denkt jetzt nicht, ich werde total informiert. Aber das macht es für mich einfach ein bisschen einfacher. Ich habe mich zwar vorbereitet, habe das auch alles schon gelesen. Ich kenne das jetzt auch, aber wenn ich so ein bisschen nebenher noch gucken kann, ist das ganz gut. Genau, also hat 25 Einsätze erfolgreich beendet. Und dass ich wohl eine Leistung gewesen, ohne abgeschossen zu werden. Und vor allem auch in einer relativ kurzen Zeit wohl. Ah ne, genau, ist der erste Bomber der 8. US-Luftflotte gewesen, der 25 Aufträge erfüllt hat. Wahrscheinlich gab es schon andere in der 8. US-Luftflotte. Und ja, es gab irgendwie noch ein anderes Flugzeug, und zwar die Hells Angels, die das auch geschafft hat, sogar noch vorher. Allerdings war die Memphis Belle als erstes wieder daheim und hat den ganzen Ruhm abgesnackt, die Wichser. Und Namensgeberin für dieses Teil war eine Frau Margaret Polk, die damalige Freundin des Piloten Captain Robert K. Morgan. Und ja, die B-17 kennen wir auch alle ein bisschen aus War Thunder, glaube ich, der eine oder andere. Ich habe sie leider noch nicht, das wird auch noch ein Tick dauern, aber ich freue mich schon drauf. Alleine, wenn ich das jetzt wieder sehe. Die Details sind schon echt famos, muss man einfach mal sagen. Hier sind wir jetzt vorne in der, ist das die Bombenkanzel, wo der Bombenschütze drin hockt? Vermutlich, ne? Hier ein fettes Cockpit, leider ohne Funktion. Und hier haben wir überall noch die MGs und alles, aber ich glaube, die sind alle nicht funktionsfähig. So, und jetzt probieren wir mal die Gruppe durch. Numero uno kann man da Flaps benutzen. DOS ist, was ist DOS? Moment. Ah, Moment. VTOL Open Bomb Doors. Muss nach unten machen, sagst du? Ich muss mal hier die 8 auch. Hä, wo sind denn die Bomb Doors?
Das verstehe ich gerade nicht. Warum das hier nicht klappen will. Doch, jetzt geht's. Keine Ahnung warum. Ah, ich hatte schon die Bomben ausgelöst. Huch. Das war dann wohl doof. Gut, sind jetzt... Komm, raus mit dir. Sind jetzt nur zwei Bomben drin, aber das langt ja auch. Aber das ist ein echt schönes Flugzeug. Hier auch mit der Kennung. Ist das die Originalkennung? Die Originalkennung ist... also die Seriennummer ist die 412485. Okay, da fehlt jetzt die 4 irgendwie vorne dran. Aber das macht jetzt auch nicht unbedingt was. Aber schon ziemlich geil. Ich finde solche Details einfach mega cool. Hier auch mit dem Mädel drauf hier. Ich schätze mal, dass das hier die Abschüsse sein sollen. Schon sehr, sehr beeindruckend. Und mit diesem wunderschönen Bild... War es das für heute? Nein, Spaß natürlich nicht. Ich habe ja noch mehr, was der Seras für mich vorbereitet hat. Aber es ist schon hart, das zu toppen. Aber die Sachen sind heute echt alle extrem Premium, muss ich sagen. Also da ist mir schon die Kinnlade runtergefallen. Als nächstes kommen wir zur Korean War. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. F4 Uhr Corsair All Black Knight von All Black Knight Fighter von Walrus Aircraft. Die hat jetzt natürlich nicht so mega viele Details, aber die sieht halt schon Premium geil aus. Die kennen wir auch, oder der eine oder andere wird sie von euch kennen, auch aus War Thunder, allerdings nicht in diesem schicken Schwarz. Ja, das Ding hat eine ziemlich lange Betriebsdauer, nenne ich es mal, weil das wurde halt für den Zweiten Weltkrieg entwickelt oder im Zweiten Weltkrieg entwickelt und wurde dann aber letztendlich auch, Alter, was ein geiles Fahrwerk, ey, wurde dann aber letztendlich auch im Koreakrieg, Moment, im Koreakrieg verwendet. Ah, okay, so kriegt man die Dinger zu. Alter, die verschwinden einfach mal knallhart da drin. Das sind hohle Flügel. Das habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Genau, wurde dann im Koreakrieg auch verwendet. Und in Simple Planes, in War Thunder habe ich die Kiste noch nicht geflogen. Steht aber bei mir auch noch auf der Liste drauf. Und das ist schon sehr geil, das Teil. Also, es fliegt sich schon mal sehr gut. Ist ja ein Marinejäger. Passt hier also in diese Inselwelt perfekt rein. Und was ich ziemlich beeindruckend finde, ist hier diese Bomben, die halt als Raketen umgebastelt wurden. Das sieht schon sehr nice aus und ich bin gespannt, wie die fliegen. Nummer... Ah, okay, die drei sind die Klappen. Alter, an was die alles gedacht haben. Nummer 4. Oh, Nummer 4 sind die ersten zwei Bomben, die nicht so explodieren, wie ich es erwartet habe. Ah doch, jetzt geht's. Ah, keine Ahnung, irgendwie zeitverzögert. Ich finde dieses Flügeldesign so strange irgendwie. Sieht schon krank aus. Wobei man aber jetzt sagen muss, das ist schon relativ einfach eigentlich, oder? Also vom Design her meine ich jetzt im Vergleich zum anderen, aber das ist schon nice. Jetzt will ich aber mal gucken, ob ich irgendwie herausfinde, ob es das Teil tatsächlich auch in echt in Schwarz gab. Weil, ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt, aber nur weil das, ne, das muss ja nicht, nichts heißen. Warum zoome ich denn eigentlich gerade raus? Ich will doch gar nicht rauszoomen. Ne, ich finde es nicht. Was gibt es denn noch zu dem Ding zu erzählen? Ich lese einfach mal die Trivia vor. Wegen ihres im Anflug typisch pfeifenden Fluggeräuschs, das die Kühler verursachten, wurde sie als Whistling Death, also pfeifender Tod, bezeichnet. Die Bezeichnung Whispering Death, also flüsternder Tod, der auch oft der F4U zugeschrieben wird, bezieht sich aber auf den Bristol Fighter. Wow. Okay. In der US-amerikanischen Fernsehserie Pacific Geschwader 214, über die Marines Staffel 214 genannt, die schwarzen Schafe, wo
und 6 F4U-Korse eingesetzt. Okay, nee. Warte mal, jetzt will ich mal kurz gucken. Schwarz. Gibt es das irgendwo? Nee. In dem Wikipedia-Artikel gibt es nur einmal den Begriff Schwarz. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich da irgendwas Schwarzes zu finden. Aber das Ding ist schon sehr geil. Aber bei so einem fragilen Fahrwerk möchte ich jetzt doch tatsächlich mal testen, ob ich die Kiste auch gelandet bekomme. Ich möchte es ja fast verneinen. Wie muss ich denn die Klappen jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Gehen eh nur in eine Richtung. Ist natürlich jetzt sehr, sehr dumm, von hinterm Berg anzufliegen. Aber hey, alles gut. Airbrakes hat die Kiste nicht, Alter. Aber die Klappen tragen ihren Teil dazu bei, dass ich super schnell, super langsam werde. So, nice. Ich hoffe übrigens, dass der Ton heute stimmt. Ich hatte nämlich letztens ein paar Tonproblemchen. Sollte aber mittlerweile alles wieder eingestellt sein. So, ach, wie hübsch. Ich hätte jetzt gerne hier eigentlich noch ein paar Palmen im Hintergrund gehabt, aber die sind ein bisschen weit weg. Schönes Teil, muss ich sagen, gefällt mir. Aber nichts im Vergleich zur der B17, muss man einfach jetzt mal knallhart sagen. Also die B17 war schon eine Nummer härter. So, was haben wir noch? 5 Stück habe ich heute an der Zahl für euch. 296, nochmal von John DFG, finde ich auch krass, Lockheed AC-130H Spectre. Das typische Gunship, wie wir es aus diversen Call of Duties und Battlefields kennen mittlerweile. Aber ich glaube tatsächlich, die erste Spielszene war in Call of Duty Modern Warfare 1, wo man das benutzt hat. Ich glaube schon. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht so ganz sicher. Aber macht nichts. Ja, gucken wir mal rein. Also ich finde das schon sehr krass, das Teil. Hier mit den fetten Lafetten für die Bömpchen an der Außenseite. Das Ding ist so riesig. Es dauert auch ewig zum Laden. Ja gut, die Lockheed AC-130, ich glaube, die kennen die meisten. Das ist eigentlich ein Transportflugzeug. Allerdings heißt es da einfach dann nur die C-130, nicht AC, ne? Und okay, mit G kann man es einfahren, das Fahrwerk, alles klar. Und wurde dann halt komplett umgerüstet auf Bodenunterstützung. Oder wie heißt das so schön? Luftnahunterstützung. Und von diesem Spectre sind irgendwie noch, was steht denn da? 8 sind noch aktiv im Dienst. Das Cockpit von dem Teil sieht so krass aus. Geht mal auf den Wikipedia-Artikel von dem Ding und guckt euch mal das Cockpit an. Wenn es im Nachtbetrieb ist, das sieht so krank aus. Aber wie groß ist denn die Kiste eigentlich? Oder warte mal, was haben wir denn für Daten zu dem Teil? 13 Mann hocken da drin. 30 Meter lang, 40 Meter Spannweite, 11 Meter hoch. Leergewicht 28,5 Tonnen. Alter Falter, normales Startgewicht 55 Tonnen. Hui. Aber so richtig schnell wird das natürlich nicht. 480 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und Dienstgipfelhöhe maximal 9100. Nee, Dienstgipfelhöhe? Nee, das ist nicht die maximale Höhe, oder? Nicht, dass ich jetzt Quatsch rede. Aber ist auch wurscht. Jetzt frage ich mich gerade, welche Lafette ist das? Es gibt unfassbar viele Wahloptionen. Was man da an die ganzen Dinger dranhängen könnte. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, was da alles für Waffen eingebaut sind. Also das hier ist auf jeden Fall so eine dicke Kanone. Was ist denn das? Was wird denn das sein? 105 mm oder sowas? Kann man die eigentlich alle aktivieren? Tatsächlich, die kann man aktivieren. Aber man... Ah, okay, wollte gerade schon sagen, die schießt halt super langsam.
Und so funktionieren die Dinger halt. Die kreisen dann so richtig schön überm Gebiet, so ein bisschen schräg gelegt und dann immer munter draufballern. So, dann noch ein bisschen MG dazu. Diese Szene, in welchen Modern Warfare auch immer das war, war schon ziemlich ikonisch, fand ich. Und die gab es dann ja auch in anderen Spielen auch immer mal. Kriegt man die Bomben abgeworfen irgendwie? Sechs dicke, fette Booms. Das Ding ist schon absolut tödlich. Du kannst die ganze Stadt mit ausradieren. Schon mega fett. Aber kriege ich das auch ordentlich gelandet? Was hat denn das eigentlich für eine Reichweite, die Kiste? 4000 Kilometer. Wie weit ist denn das? So Entfernung abschätzen bin ich ganz, 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 ganz schlecht drin. Also ich wüsste jetzt nicht, ob 4000 Kilometer lang, um nach China zu kommen oder so. Ich glaube, bis nach Rumänien. Also meine Freundin, ihre Familie kommt ja aus Rumänien. Ich glaube, bis dahin sind es irgendwie 1200 Kilometer oder so. Glaube ich. Also schon eine ganze Ecke weit, aber wie viel ist es? Wie viele sind 4000 Kilometer? Kommt man damit easy über den Pazifik drüber? Vermutlich. Oder ist das hier ein 40 mm Bofor-Geschütz, sehe ich gerade. Weil auf dem Wikipedia-Bildchen ist auch drauf, wie die so ein Teil nachladen. Könnte 40 mm sein, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch das hier die 40 mm oder die 20 mm. So. Erstmal eine schöne Landung. Noch nach hinten ziehen. Bisschen Luftwiderstand erzeugen. Passt. Schönen Propellerturbinen sehen auch sehr nice gemacht aus. Wie viel Schub geben die denn? Mit je 3160 Kilowatt. Nicht schlecht. Die haben ordentlich Bums. Aber das Ding ist halt auch sackschwer. Was haben wir noch im Angebot für heute? Ich glaube, was haben wir noch? War es das? Nee. Eins oder zwei haben wir noch. 296. Die Spectre haben wir. Ah, zwei haben wir noch, genau. Einmal SR-71A Blackbird von The Alban. Ist auch sehr geil. Das wurde ja auch schon häufig gewünscht von euch, dass ich das mal bauen sollte. Aber warum soll ich es bauen, wenn es Leute gibt, die das so krass können? Ich glaube, das Flugzeug ist jedem ein Begriff, also spätestens aus X-Men, wo das einfach mal umgebaut wurde. Ich glaube, das kennen die meisten daher von euch. Und ist halt eigentlich nur ein Aufklärungsflugzeug, ne? Alter, ist das wackelig. Ist ein reines Höhenaufklärungsflugzeug, also einfach hochfliegen, lustig Bilder machen und zurück. Deswegen heißt das Ding halt auch SR, Strategic Reconnaissance. Also strategische Aufklärung. Und schon ziemlich geil. Also davon wurden auch nicht viele gebaut. Ich glaube, da habe ich jetzt tatsächlich jetzt mal keinen Wikipedia-Artikel auf. Irgendwie so um die 30 wurden, glaube ich, gebaut. Vielleicht auch ein paar mehr. Aber ist halt auch schon sackschnell. Also so Mach 3 ist bei dem Ding drin. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe das operiert, aber ich würde mal behaupten, so 20 Kilometer vielleicht, vielleicht sogar mehr, weil alles andere macht keinen Sinn, weil sonst siehst du das Ding halt einfach noch am Himmel. Und so schwarz ist ja dann auch eher schlecht, wenn man entdeckt wird an einem blauen Himmel. Ich weiß gar nicht, warum das schwarz ist. Ich würde mal behaupten,
dass das auch zu Tarnzwecken ist. Also das Ding hat eine ziemlich geringe Radarrückstrahlfläche, also schon so ein bisschen tarnkappenmäßig, auch wenn das jetzt schon sackalt ist, das Teil, und Tarnkappentechnologie noch nicht so weit entwickelt war. Aber ich denke mal, dass auch der Lack damit was zu tun hat, weil es gibt ja auch halt speziellen Anti-Radar-Lack, nenne ich das jetzt einfach mal. Und ich vermute mal, dass es das genauso hat. Also, dass der Lack halt dazu beiträgt, ne? Vielleicht ist es auch für Infrarotschutz quasi. Kann auch sein, dass es die Infrarotabstrahlung ein bisschen vermindert. Das Ding ist ganz schön beschissen zu steuern, merke ich gerade. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie beim Bedienen der Flächen irgendwas Falsches gedrückt habe, aber es dreht sich halt schlecht. Aber gut, bei der Form wundert mich jetzt nicht eigentlich. Doch irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, irgendeine von den Gruppen macht da Probleme. Da waren wahrscheinlich, also da sind irgendwo VTOL-Triebwerke ja auch verwendet. Ich glaube, sonst wird es schneller fliegen gerade. Aber das ist schon sehr nice. Also jetzt muss ich es, glaube ich, für euch nicht mehr bauen, wer das haben will. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht einfach alle die Links dann einfach in die Beschreibung noch mitpacke. Mache ich ja normalerweise nicht, aber das sind halt schon sehr krasse Sachen, die sie hier gebaut haben. Aber wenn ihr irgendwas davon verwendet, ihr wisst, immer schön deklarieren. So, und als letztes haben wir World Watch 2 Challenge von Visify. Ja gut, der Name ist jetzt natürlich ein bisschen irreführend. Aber was steckt dahinter? Ich weiß nicht, der hat es irgendwie verbockt, richtig zu benennen. Das ist eine Grumman F7F. Okay, und warum? Lol. Wie geil. Schön mit anklappbaren Flügeln. Warum wurde das gemacht? Kannte man das Ding von einem Flugzeugträger vielleicht starten? Ich vermute mal. Ja. Jupp, da habe ich nämlich wieder einen Wikipedia-Artikel. So, also das Ding war tatsächlich dazu da, um auch von Flugzeugträgern zu starten. Ah, ich muss die Motoren einzeln anmachen. Warum sagt mir das denn keiner? Okay. Also Motor 1, Motor 2 an. So. Und das wurde schon 38 entwickelt, aber 1941 legte man erst die genauen Spezifikationen fest. Das ist aber ein ganz schön krasser zeitlicher Gap. Und produziert wurde es dann 1943. Also, ne? Hat ganz schön lange gedauert. Hier schön mit MG vorne. Das hat ein offen. Ist das offen oder kann man das verschieben noch? Oder hat er es einfach so gebaut, dass man sich jetzt das Glas dazu denken soll? Kann ja auch sein, weil das ist echt schwierig in Simple Plans. Aber sieht schon ziemlich geil aus. Und als was benutzt man das Teil? Als schweren Jäger lese ich gerade. Oh, ich habe gerade aus Versehen die Bomben weggeschmissen. Schwerer Jäger. Oder auch als Nachtjäger hier unten schön mit dicken, fetten Kanönchen reingesetzt. Was hat denn das hier vorne eigentlich für ein Ding? Ist das. Ach so, ah, krass, das gehört zum ausklappbaren Fahrwerk. Das Fahrwerk ist auch mal wieder super cool gemacht, muss ich sagen. Mega nice. Aber einfach dieses einklappbare Fahrwerk vorhin von der Corsair, das war schon eine harte Nummer, muss ich sagen. Richtig cool. So, was gibt es denn zu dem Ding zu erzählen? Der Wikipedia-Artikel ist nicht so wirklich aussagekräftig, finde ich. Das Ding, ja, so mittelgroß, sag ich mal, 13 Meter lang, 5 hoch, 15 breit, 11 Tonnen Startgewicht. Und die Geschwindigkeit ist aber nicht schlecht hier. Bis zu 720 km/h. Wie wir schon richtig gesehen haben, 4 Maschinenkanonen, 20 mm, 4 MGs, 12,7 mm. Wo sind die untergebracht? Das weiß ich nicht.
nicht da. Oder ist das vielleicht optional? Kann ja auch sein. Und 200, 405. Alter, was ist das denn? 2 454 Kilobomben. Was ist das denn für eine Kilogrammzahl? Wird wahrscheinlich irgendwie mit einer amerikanischen Maßarbeit mit dem Pfund zusammenhängen oder so. Das macht dann vermutlich etwas mehr Sinn, wenn man das darin umrechnet. So, aber ein richtiges Cockpit, so haben wir auch nicht ganz. Macht aber nichts. Ich versuche das Kistchen jetzt noch zu landen. Ah, wobei so ein bisschen Cockpit ist schon drin, aber... Ich versuche die Kiste jetzt noch zu landen und dann schauen wir mal. Ah, da kann ich dann auch wieder mit Flaps arbeiten. Dann schauen wir mal, ob wir die Kiste heil halten können. Ich möchte es bezweifeln. Ihr kennt meine Künste zum Landen. Die darf man nicht unterschätzen. Beziehungsweise überschätzen. So. Ich hoffe, ich bin nicht zu langsam. Klappen noch raus. Oder, nee, Moment. So vermute ich mal. Oh, ich bin viel zu schnell und komme viel zu steil. So viel zu... Ja, so viel zu sanft landen. Naja, ist wurscht. Und ich glaube, mit diesem wunderschönen Bildchen belasse ich es bei heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr Bock auf Thementage habt... Sagt Bescheid. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.